Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In diesem Jahr gab es mindestens schon ein, zwei Videos, in denen ich euch gezeigt habe, was sich in meiner wöchentlichen Biokiste befindet. Ich bestelle seit ca. 14 Jahren bei einem regionalen Biobauern fast jede Woche eine Biokiste. Und was ich an diesem Biobauern, an dieser Biokiste besonders schätze, dass ich mir den Inhalt selber zusammenstellen kann. Und ich achte auch immer darauf, dass der Anteil der regionalen Lebensmittel sehr hoch ist. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie eine zum großen Teil regionale Biokiste im Dezember aussehen kann. Ich zeige euch natürlich dann auch den Preis für diese Kiste, weil es immer ganz viele Leute interessiert. Ja, wie viel bezahlst du dafür? Und zum Schluss nehme ich euch nochmal mit in meine Küche und zeige euch, welche Sprossen, welches Grünkraut gerade bei mir in der Küche wächst. Das sind für mich die hochwertigsten Lebensmittel, die man sich selber in seiner Küche ziehen kann. So frisch ist kein anderes Lebensmittel. Ich sage immer, die Sprossen wachsen noch weiter, während wir sie uns in den Mund stecken. Sie enthalten viele wichtige Nährstoffe und vor allem auch viele Enzyme. Und ganz zum Schluss seht ihr dann nochmal eine Sprosseninvasion. Wenn ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt, dann schaut einfach den Schluss des Videos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir hier auf der linken Seite an. 2,5 Kilo Grünkohl. Ein sehr wertvolles, regionales, grünes Blattgemüse. Enthält hochwertiges pflanzliches Eiweiß, vor allem auch für Vegetarier und Veganer interessant und natürlich auch viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und natürlich auch das wertvolle Chlorophyll. Am liebsten entsafte ich den Grünkohl, manchmal stelle ich auch Grünkohlchips her oder ich esse auch mal ein, zwei Blätter pur. Dann haben wir hier noch drei Lebensmittel, die aus Spanien oder Italien stammen. Bei den Orangen und Zitronen bin ich mir nicht so sicher. Also die Gurken, die stammen aus Spanien und die Zitronen und Orangen auch aus Spanien oder eben aus Italien. Das sind also die drei Lebensmittel, die nicht regional, nicht saisonal sind. Dann haben wir hier noch regionale Birnen. Die essen wir meistens einfach so, wenn sie reif geworden sind. Lassen wir sie schön weich werden und dann essen wir die Birnen. Dann habe ich hier Möhren. Das sind Saftmöhren. Ihr seht, die haben auch unterschiedliche Größen. Ich habe 3 Kilo bestellt, 2 davon liegen hier und diese Möhren verwende ich vor allem für frisch gepresste Säfte. Ganz selten esse ich Möhren auch einfach so. Dann haben wir hier einen Zuckerhut, den kann man auch gut entsaften, zum Beispiel zusammen mit Möhren. Dann haben wir hier auch noch ein Wurzelgemüse, das sind Pastinaken. Die kann man zum Beispiel gut dämpfen oder auch roh essen, wer das mag. Dann haben wir wieder hier ein schönes grünes Blattgemüse, einen grünen Salat. Das ist Feldsalat, ein wunderbarer winterlicher regionaler grüner Salat. Dann haben wir hier Rosenkohl, ungefähr 1,5 Kilo. Kann man roh essen, aber auch gut dämpfen. Dann hier einige Zwiebeln, dann rote Beete, die verwende ich vor allem für frisch gepresste Säfte, zusammen zum Beispiel mit den Möhren. Dann noch ein bisschen Zitrone dazu, ein bisschen was Grünes, ein bisschen Grünkohl und schon habe ich einen perfekten Saft für den Tag. Dann haben wir hier noch eine tolle regionale Knolle oder Knollen, das ist Topinambur. Auch sehr, sehr schmackhaft, kann man für Säfte verwenden, kann man roh essen, kann man auch dämpfen, backen, also auch ein sehr vielseitiges regionales Gemüse. Dann haben wir hier noch eine Stange Lauch, verwende ich manchmal auch für Eintöpfe oder Suppen für meine Jungs oder manchmal auch kleine Streifen, einfach roh im Salat. Dann haben wir hier noch ein regionales Obst, das sind Äpfel, verschiedene Sorten. Hier noch 2 Wirsingkohle. Da esse ich die Blätter zum Teil so, einfach pur. Oder ich stelle auch daraus Wirsingchips her. Dann haben wir hier noch Spinat. Den entsafte ich vor allem zum Beispiel auch zusammen mit Möhren oder rote Beete. Hier in der Kiste sind noch ein paar andere Lebensmittel, die ich jetzt nicht mit ausgepackt habe. Das ist 1,5 Kilo mehlige Kartoffeln. Das sind 2 Kilo festkochende Kartoffeln. Das ist noch 1 Kilo Saftmöhren und dann habe ich noch für meine Jungs 6 Eier bestellt.
Weil es viele Zuschauer immer wieder interessiert, zeige ich euch auch mal, wie viel ich für meine Kiste bezahlt habe. 67, 87, hier ist alles aufgelistet. Wie viel ich von welchem Lebensmittel bestellt habe, wie viel das kostet. Und dann ist es der Preis, das wird mir dann immer am Anfang der neuen Woche vom Konto abgezogen. Ihr seht, auch diese Biokiste enthält grüne Lebensmittel. Grünkohl, auch der Zuckerhut enthält ein bisschen Chlorophyll, dann Spinat, Wirsing, der Lauch, Feldsalat, auch Rosenkohl enthält etwas Chlorophyll. Und ich habe ja hier auf meinem Kanal schon immer wieder betont, wie wichtig für mich grüne Lebensmittel sind. Deswegen möchte ich euch nochmal auf mein E-Book Gesund Grün Essen hinweisen. In diesem E-Book habe ich alle grünen Lebensmittel, die uns zur Verfügung stehen, vorgestellt. Unter anderem auch dieses grüne Blattgemüse, also zumindest Grünkohl, Wirsing, Spinat, Feldsalat, die habe ich auf alle Fälle in meinem Buch kurz beschrieben. Ihr findet in diesem Buch auch Beschreibungen von den Wildkräutern hier in meiner Region. Ihr findet Beschreibungen von Baumblättern, Kulturgrün, Gartenkräuter, Mikroalgen, Grünkraut, grüne Gräser, grüne Sprossen, also alle Lebensmittel, die hochwertiges Chlorophyll enthalten. Ihr findet den Link zu dem E-Book unten in der Infobox. Neben den Lebensmitteln aus meiner Biokiste und den Lebensmitteln, die ich im Bioladen kaufe, gibt es noch eine ganz wichtige Lebensmittelgruppe, die mich hervorragend mit wichtigen Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen und dem wichtigen Chlorophyll versorgen. Ihr seht hier mit meinen liebsten Lebensmitteln, das sind verschiedene Sprossen, die bei mir in der Küche wachsen und gedeihen. Und ich gehe ganz kurz mal durch und benenne euch die verschiedenen Sprossen. Hier wachsen Boxhornklee-Sprossen. Die kann man auch nur 2-3 Tage ankeimen und essen. Aber ich lasse sie gerne noch länger keimen, damit die Boxhornklee-Sprossen Chlorophyll ausbilden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dann hier in dieser Keimschale wächst Kresse. In der Keimschale darunter roter Basilikum. Ich habe beide Sprossen zur gleichen Zeit angesät oder angekeimt und ihr seht, das Wachstumsstadium ist so unterschiedlich. Die Kresse, die keimt so schnell und der Basilikum, der braucht ein paar Tage Anlaufzeit, bevor die ersten Keime erscheinen. Hier auch ein wundervolles Grünkraut, das ist Radieschengrünkraut, ähnlich wie das Rettichgrünkraut, das ich auch sehr schätze. Das ziehe ich mir gern abwechselnd. Mal Rettich, mal Radieschen, Grünkraut, ein schön scharfes, frisches Grünkraut. Hier wird auch noch ein schärferes Grünkraut wachsen, ganz frisch habe ich diese Saaten eingeweicht und hier auf das Kressesieb gelegt. Das wird mal schönes, scharfes Senfgrünkraut. Hier habe ich Gerste, die gerade dabei ist anzukeimen. Daraus ziehe ich mir dann Gerstengras. Und hier sind eingeweichte Zwiebelsamen. Und auch daraus ziehe ich mir herrlich frisch würzig schmeckende Sprossen. Das sind Alfalfa-Sprossen, schon eingeweicht und sind gerade dabei anzukeimen. Das sind Mangoldsamen. Auch diese sind schon eingeweicht und dürfen die nächsten Tage ankeimen. Das sind Roggenkörner. Die werde ich so 2-3 Tage ankeimen und daraus wunderbare Lebkuchen machen. Ich weiß, die Weihnachtszeit ist schon vorbei, aber mein Ältester liebt diese Lebkuchen und die bereite ich auch noch bis in den Januar hinein für ihn zu. Dann haben wir hier auch ganz tolle Saaten. Das sind Erbsen, angekeimte Erbsen. Die kann ich heute auch einpflanzen und mir ein Erbsengrünkraut daraus ziehen. Das ist Hafer, also das sind Hafersprossen. Daraus werde ich Hafergras ziehen, auch sehr genial schmeckendes grünes Gras. Also am liebsten mag ich Gerste, Hafer und Kamutgras. Und hier haben wir ungeschälte Sonnenblumenkerne, auch schon wunderbar angekeimt. Und daraus ziehe ich mir auch das herrlich frisch knackige Sonnenblumenkerngrün. Hier haben wir noch zwei große Gläser. In dem einen gedeiht schon seit Tagen Alfalfa, die sind jetzt auch bald essfertig. Und hier in diesem Glas eine kleinere Portion Rotkleesprossen. Ihr seht, beide haben auch schon schön Chlorophyll ausgebildet.
Dann haben wir hier noch einen Sprossenturm. Hier oben keimt schon fleißig Rotklee. Das werden Rotklee-Sprossen, die mag ich auch sehr gern. Und hier in den untersten beiden Schalen kann ich in ein paar Tagen Brokkolisprossen ernten. Hier in meinem Regal wächst schon Erbsengrün. Hier habe ich Koriander ausgesät. Manche keimen schon, man kann es nicht so gut erkennen. Koriander braucht auch ein bisschen Zeit, um anzukeimen. Und dann ziehe ich mir hier daraus geniales Koriandergrün. Richtig schön frisch und natürlich mit Chlorophyll. Und hier habe ich schon meine große Anzuchtschale mit Gerstengras. Das entsafte ich mir gern und vermische es mit Kokosnusswasser. Für mein Grünkraut und meine grünen Gräser, aber auch für alle anderen Sprossen, vor allem diese grünblättrigen Sprossen, hat sich diese Sprühflasche bewährt. Damit besprühe ich die Gräser, das Grünkraut und viele, viele Sprossen. Ich verlinke euch die Sprühflasche unten in der Infobox. Sonnenblumenkerne, Hafer und Erbsengrün, also die Keimquote ist hier wirklich sehr, sehr hoch. Das kann ich zum Beispiel nicht von allen Erbsengrün-Erbsensorten sagen, die man so im Bioladen findet. Die sind ja auch nicht direkt fürs Keimen ausgeschrieben, sondern eher fürs Kochen. Aber diese Erbsen keimen wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt es auch erkennen, auch der Hafer keimt sehr gut. Es gibt ja auch viele, die gern Hafer ankeimen möchten, aber Probleme haben. Sie kaufen den Hafer meistens dann irgendwo im Bioladen oder im DM und dann keimt er eben nicht so gut, weil er eben nicht ausgewiesen keimfähig ist. Auch diese Sonnenblumenkerne haben ein sehr gutes Keimergebnis und ihr wollt jetzt sicherlich wissen, woher ich diese Saaten habe. Seit diesem Jahr schätze ich die Firma Saatzucht Bartowik GmbH. Mich hat eine YouTube-Zuschauerin oder Leserin meines Sprossen-E-Books darauf aufmerksam gemacht, dass sie in meinen Empfehlungen diese Firma vermisst. Da habe ich mich mit der Firma in Kontakt gesetzt und gefragt, ob ich ein bisschen Passaten testen kann. Ich durfte mir dann auch einiges aussuchen. Habe die auch mit großer Begeisterung in diesem Jahr getestet. Habe mir dann selber noch mal was bei dieser Firma bestellt, weil ich sehr, sehr zufrieden war. Und der Transparenz wegen möchte ich euch sagen, dieses Paket habe ich vor Weihnachten zugeschickt bekommen. Das war wirklich ein Überraschungspaket. Ich wusste davon nichts, das war nicht abgesprochen, aber ich freue mich im neuen Jahr, diese ganzen vielen tollen neuen Sorten testen zu können. Diese Firma Bartowik Saatgut GmbH hat jetzt in den letzten Monaten oder Wochen nochmal extrem aufgestockt. Also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Saaten für verschiedene Sprossen und Grünkraut. Also ich setze euch den Link unten in die Infobox. Schaut einfach mal durch. Vielleicht kann der ein oder andere Samen euer Interesse wecken. Wir schauen mal hier kurz durch. Es gibt Basilikum Rot, den keime ich ja auch gerade an. Dann haben wir Rettich, Brokkoli, die gehören ja auch mit zu meinen Lieblingssprossen. Verschiedene Sorten Brokkoli. Dann nochmal grüner Basilikum. Rote Beetesprossen sind auch sehr, sehr genial. Mungbohnen. Dann haben wir hier Erbsen. Das sind ja die Sprossen oder die angekeimten Erbsen, die ich euch schon gezeigt habe. Auf alle Fälle super empfehlenswert. Hier haben wir Endivien-Sprossen. Hier Emma Kichererbsen. Das sind Azuki-Bohnen. Da hatte ich auch immer nicht so viel Glück mit dem Ankeimen, wenn ich die Azuki-Bohnen im Handel hier gekauft habe. Schwarze Kichererbsen. Die kenne ich so auch noch nicht. Rosenklee kenne ich auch nicht. Also es sind viele Sprossen dabei, die ich noch nie gekeimt habe. Hafer habe ich euch auch schon gezeigt. Keimt auch wirklich sehr, sehr gut. Grünkohl kann ich keimen lassen. Da freue ich mich drauf. Hier haben wir noch Boxhornklee. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Alfalfa gehören auch mit zu meinen Lieblingssprossen. Sehr, sehr hochwertige Sprossen. Mangold, den hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Möhren habe ich auch noch nie keimen lassen. Linsen, rote Linsen, die keimen auch sehr gut. Grüne Linsen. Leinsamen habe ich auch schon mehrfach keimen lassen. Kresse. Koriander. Genau, ich habe euch ja nur die eingeweichten Saaten in meiner Anzuchtschale gezeigt. So sehen dann diese Koriandersprossen aus. Sehr, sehr lecker. Kohlrabi habe ich auch noch nicht keimen lassen. Dill auch sehr interessant, da bin ich auch sehr gespannt auf diese Sprossen. Und hier wieder meine liebe Gerste und Fenchel. Fenchel habe ich auch noch nicht keimen lassen. Und hier gibt es rote Rüben. Rotklee habe ich euch auch schon gezeigt.
Rotkohl, den lasse ich ja hier auch schon schön keimen. Salatrauke, also Rucola, ist auch ein sehr, sehr lecker schmeckendes Grünkraut. Schnittknoblauch, den habe ich dieses Jahr auch schon probieren dürfen. Schmeckt so ähnlich wie Zwiebel. Dann haben wir hier Senf, den keime ich ja auch gerade an. Verschiedene Senfsprossen, Sonnenblumenkerne, die gibt es auch noch in der 250 Gramm Packung. Dann haben wir hier Tatsoi, das kenne ich überhaupt nicht, bin ich auch sehr gespannt darauf. Hier ist Weizen für Weizengras, Zichorin, habe ich auch noch nicht keimen lassen. Zwiebeln, die mag ich auch sehr, sehr gern. Sellerie habe ich auch noch nicht keimen lassen, bin ich auch sehr gespannt darauf. Roter Senfkohl, japanischer Senfkohl, habe ich alles noch nicht keimen lassen. Dann diese Porree-Sprossen, was ich schon erwähnt hatte. Hier habe ich noch eine unterschlagen, chinesischer Senfkohl, Pak Choi. Dann Radieschen Michelangelo. Dann noch eine andere Radieschensorte, Radieschen Vulcano. Schwarzer Rettich, rosa Rettich, violettroter Rettich, also schöne scharfe Sprossen, da freue ich mich drauf. Violett- und grünblättriger Rettich. Dann haben wir hier roten Rettich. Als letztes Raps, den habe ich auch noch nicht keimen lassen. Ihr seht, eine Sprossensaaten-Invasion hat mich ereilt. Und wisst ihr was? Ich freue mich drauf. Ich freue mich darauf, im kommenden Jahr diese ganzen Saaten zum Leben zu erwecken und zu genießen. Da gibt es auf alle Fälle im neuen Jahr nochmal ein Video dazu, wo ich dann auch die Sprossen vorstelle und so mein Feedback zu diesen Saaten abgebe. Das war's wieder von mir. Das wird aber nicht das letzte Video in diesem Jahr sein. Es wird noch am 31.12. ein Video geben. Mich interessiert jetzt, was kauft ihr aktuell an regionalen Lebensmitteln ein? Achtet ihr auch sehr auf regionale Lebensmittel oder esst ihr auch gern Lebensmittel aus aller Welt? Zieht ihr auch gern Sprossen? Dann interessiert mich natürlich, welche Sprossen, welches Grünkraut, welche grünen Gräser zieht ihr euch aktuell? Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, ihr Lieben, eure Silke.